Was haben Purine, Spargel und Gicht miteinander zu tun? Purine sind Stoffe, die in fast allen Lebensmitteln, sogar in Getränken vorkommen und in unserem Körper wichtige Funktionen haben. Sie werden in unserem Körper zur Harnsäure abgebaut und dann über den Urin ausgeschieden. Manche Menschen haben genau damit ein Problem, mit genügend Purin auszuscheiden. Und dann kann es zur Auskristallisierung kommen von Harnsäurekristallen in Gelenken. Also das macht diese schmerzhaften Gichtanfälle. Solche Menschen müssen sich also eher purinarm ernähren. Und jetzt kommt der Spargel ins Spiel. Spargel ist sehr purinreich. Früher hatte man empfohlen, auf Spargel ganz zu verzichten, muss nicht sein, aber eher moderate Mengen bis zu 300 Gramm pro Mahlzeit sind okay. Ein Tipp noch für euch, wenn ihr gerne Spargel esst, wenn ihr den gleichzeitigen Konsum von Bier, Fleisch und auch Fruchtzucker reduziert, dann könnt ihr deutlich mehr Spargel essen.